Also ich würde nicht mehr leben können ohne dich. Ich glaube, ich hätte mir auch gedacht, wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich mir einfach immer gedacht, boah, hätte ich jetzt so einen Typen, der genauso wäre wie Max, ey. Dann wäre cool. Lass mich jetzt was Schwules machen. Tag, Leute. Ich bin Krani und das ist ein Behinderter, der liebe Concrafter. Und wir haben gerade für Luca so ein kleines Fragenvideo aufgenommen und das ist voll mies eigentlich, weil wir waren vorhin so gedreht und jetzt sehe ich alle Leute, die mich behindert angucken. Luca hat sie nur von der Seite gesehen. Auf jeden Fall, was war euer lustigstes gemeinsames Erlebnis? Das haben wir auf jeden Fall damals auf Sylt erlebt. Das war, als Luca eines Abends nach Hause gefahren ist und dann hat er 13 Fahrräder vorbeigelassen. Ey, diese Sprachnotiz müssen wir irgendwie finden. Ich war auf dem Fahrrad und ich war ein wenig... Angemischt. Ich habe ein bisschen Milch getrunken an dem Abend, ja. Und ich saß auf dem Fahrrad und ich habe denen so eine Sprachnotiz geschickt in so einer Gruppe und ich habe so geschrieben, Leute, ich habe gerade 13 Fahrräder vorbeigelassen. Und das ist so voll gelallt und diese Sprachnotiz ist so göttlich, aber... Ja, Mann. Oh Mann, wir brauchen die echt, ey. Ja, die war echt königlich, die Sprachnotiz damals. Das wird vielleicht auch gar kein so langes Video, weil es gar nicht so viele Fragen gibt. Hallo. Und, ja, Löwenkinder, die hat hier auch alles gefragt, ne? Ja. Was macht ihr gerade Auto bzw. draußen? Voll unkreativ, der hat uns dieselben Fragen gefragt. Aber wie ihr gerade seht, wir beantworten Fragen von Twitter und so. Und gleich geht's nach Frankfurt. Ja. Würdet ihr euch ein... Alter, die fragen uns alle dieselben Fragen. Ja, vielleicht haben die uns beide verlinkt. Würdet ihr auch ein Leben ohne euch bei Luca und bei dir vorstellen? Also ich würde nicht mehr leben können ohne dich. Ich glaube, ich hätte mir auch gedacht, wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich mir einfach mal gedacht, boah, hätte ich jetzt so einen Typen, der genauso wäre wie Max, ey. Dann wäre cool. Lass mich jetzt was Schwules machen. Nein, Leute, okay. Mach jetzt was. Mann! Sind das eigentlich meine Fragen oder deine? Nee, sind meine. Was war das Krankste, was ihr je erlebt habt? Ich verstehe es so, was war das Krankste, was ihr erlebt habt? Guck mal, der kommt jetzt gerade in die Kamera. Und das war meine Geburt, okay, schon. Hallo. Ich hab das so schön hingestellt. Kran, Tackchen. Wir stellen es wieder hin. Ey. So sind wir jetzt ein bisschen weiter weg. Und nein, Lukas, was hast du denn gemacht? Das ist ein bisschen schief, aber halb so wild. Ja, auf mich. Macht ihr ein Fantreffen in den Ferien? Ich mach vielleicht mal eins, wenn ich irgendwo bin. Bei Luca ist das ja noch eine andere Sache mit seinen 30 Abos. Da kommen dann wahrscheinlich auch 20 Leute. Er ist einfach voll beschäftigt mit dem Kran da hinten. Mit dem Kran? Das hast du vorhin auch schon gesagt. Was habe ich? Schwan, Kran, ich kenne nur noch Kran. Er kommt! Oh nein! Oh, Brudi, komm! Kommt sieht man er? Den? Man sieht ihn so ein bisschen da drüben, aber wegen Fisch sieht es aus, als wäre der voll weit weg. Nein. Ich reiß hier voll Lukas Stativ rum. Wie fanden es eure Freunde, dass ihr YouTube macht? Also, fanden? Finden. Also meine Freunde finden das voll in Ordnung. Beziehungsweise finden es sogar ziemlich cool eigentlich. Wie ist es bei dir, Luca? Wie ist es bei dir? Ja, weiß ich nicht. Ist halt so ein Ding, ne? Der eine ist in der Tankstelle, arbeitet da. Ja. Ich mache halt YouTube mit so einem anderen, mit dem Faktor halt, dass man so ein bisschen bekannter ist. Ja. Aber sonst ist das eigentlich, weiß ich nicht. Ja, was sollen die sagen? Die können ja nicht sagen, boah, ist das scheiße, ich fick dein Leben. Ja, aber sie können sagen, ich find's cool oder sie sagen einfach gar nichts. Sagen sie gar nichts oder finden sie es cool? Ey, das sollte so ein richtiger Klatscher werden. Ich hab's genau so hingeschmissen, das sieht man vielleicht, dass es direkt so eintaucht wie so eine Kerze. auf den Schwan, ne? Wie war eure Kindheit? Auf den Kran. Also meine... Habe ich echt Kram schon wieder gesagt? Zweimal! Nee, jetzt gerade nicht, aber davor. Okay. Wie war eure Kindheit? Meine war scheiße. Ich wurde immer geschlagen und vergewaltigt, Mann. Du warst hässlich und dick. Stimmt. Schaut mal unbedingt in Lukas Vlog vorbei die Tage. Da habe ich nämlich gerade so ein bisschen gebrowst im Internet und der hat mich erwischt. Und ich habe mich schon wieder in die Haare gefasst. Schlag mir auf die Hand. Auf die Hand? Ja. Oh, okay. Auf die Hand. Wart ihr schon mal auf einem Konzert? Wenn ja, von wem? Ich war schon auf einigen Konzerten. Das letzte, wo ich war, war... Tier. Prinz Pi in Würzburg. Was war dein letztes Konzert? Ich war bei Calvin Harris. Oh, Calvin Harris, ja. Und sonst noch nirgendwo. Warst du auch bei, einfach nur Harris, bei Be Tight? Mal? Sag ja. Ja. Okay, danke. Warte, war ich nicht nochmal irgendwo? Ich glaube, ich war sogar mal einen Tag bei so einem Festival. Ich glaube, das war Serengeti. Aber ich bin mir echt mehr... Ey, da kommt der Vollspaß mit seinem Bötchen wieder. Nein. Oh, jetzt wird es wieder laut. Schnell. YouTube Money. Schnell. Du musst den Film. Ich zeig ihm Wichser. Glaubt ihr, es wird noch mal einen YouTuber geben, der so schnell Erfolg hat wie ungespielt?
Tuddle ist doch schon jemand, der eigentlich genauso gut abgeht, oder? Also er hat jetzt auch in relativ kurzer Zeit ziemlich viele neue Abonnenten dazu bekommen. Naja. So. Nun gespielt hat er komplett neu angefangen. Tuddle hatte ja schon vorher Meatcake und mit Meatcake war er auch schon 3 Jahre dabei. Hallo. Er geht ab. Lauf bei dir, ja, wir winken ihm so rückwärts. So, yo, what? So winken wir, wenn man rückwärts winkt. So, motherfucker? Okay. Du hast die Frage gar nicht beantwortet. Ich habe gesagt, Es ist immer schwerer, jetzt noch bekannt zu werden. Ja, das stimmt. Ja. Eigentlich ist es echt von Tag zu Tag schwerer, weil jeden Tag denkt sich jemand... Wow. Alter, da kommen die Wellen. Ja, ja. Jeden Tag denkt sich irgendjemand so, ja, okay, ich werde der nächste ungespielt und macht sich dann einen Kanal. Aber es ist wahrscheinlich schon möglich, Toyota-Style. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich schwierig. Also, nichts ist unmöglich, Bruder. Ja, eben, habe ich doch gesagt. Das Junge, ist gar nicht laut. Das geht schon klar, das ist sehr beruhigend. Ich suche noch eine weitere Frage raus. Wir machen einfach so ein 6-Minuten-Video uncut und so. Und gut. Lieber Donuts oder Muffins, Luca? Muffins auf jeden. Echt? Ich mag Donuts voll nicht, Alter. Ich finde, also Donuts sind zwar geil und süß und so, aber das ist einfach so viel geballter Zucker. Und so Muffins, so Schokomuffins von Dr. Oetker sind so geil. Von Dr. Oetker, was ich feiere, sind Blaubeermuffins. Blaubeermuffins. Von Subway, die Muffins sind auch immer geil. Oh, aber die Cookies voll. Ja. Boah, die Cookie bei mir hilft. Ach, nicht Subway. Oh, Starbucks. Hier in unserer Stadt? Ja. Nee, aber in Frankfurt. Ach so. Ja. Aber die Cookies von Subway sind sowieso Feierabend. Ja, Feierabend. Gut. Die sind richtig Feierabend. Ah, was habt ihr für die Zukunft geplant? Hey, da kommt der Kran wieder. Also, ich gehe nach Berlin. Okay, Leute, damit beenden wir das Video. Ich ziehe nach Berlin. Ehrlich? Ja. Okay. Nach Hamburg auch. Nein, ich ziehe nach Berlin. Habe ich echt vor. Also ich will nach meinem Abi erstmal ein Jahr frei machen, indem ich halt in Berlin wohne, so ein bisschen jobbe oder so eine Scheiße mache. Scheiß Job und so. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, guck mal, wie cool ich das mache. Alter, anstatt der die Kamera einfach Freunde, abnimmt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow. Ich habe die nicht berührt.